Herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen zeigen, wie man mit Microsoft Excel ein Organigramm erstellen kann, dabei aber nicht die Smart Arts verwendet, sondern die ursprünglichen Funktionen von Excel. Damit können Sie bestimmte Dinge relativ elegant lösen, zum Beispiel Führungsspannen ausrechnen oder den Anteil von weiblichen Mitarbeitern zu den männlichen erkunden. Verzichten wir auf die Smart Arts, ist die Erstellung eines Organigramms zwar etwas aufwendiger, aber sie bietet Ihnen deutlich mehr Möglichkeiten, Ihre Organisationsstruktur entsprechend abzubilden. Beginnen wir einfach, indem wir in eine Zelle klicken. Und uns überlegen, welche Angaben in unserem Organigramm alle vorhanden sein sollen. Position, Name, Vorname und dann können wir beispielsweise noch die Führungsspanne angeben. Und das Einzelstatum, also den Zeitpunkt, wann die Person in das Unternehmen eingetreten ist. So. Mit einem Doppelklick auf die Linie zwischen den Zellen verbreitern Sie diese, dass man die Inhalte gut lesen kann. Position, beispielsweise Geschäftsführung. Name, Sonnenschein, Vorname, Susi. Führungsspanne, das lassen wir noch frei, hier werden wir später eine Formel einfügen. Eintrittsdatum, 1.1.2005. Damit dies einigermaßen aussieht wie ein Organigramm, möchten wir diese Angaben zunächst alle rechtsbündig zeigen. Wir klicken hier auf rechtsbündig und wir möchten entsprechend das einrahmen. Dazu gehen wir hier auf dieses Symbol, Linienart, nehmen wir eine dicke Linie und rahmen das Ganze ein. So. Frau Sonnenschein hat nun weitere Mitarbeiter in den jeweiligen Funktionen. Diese können wir gerne ergänzen. Wir klicken noch einmal auf dieses Symbol. So, bis die Zelle wieder markiert ist und gehen in die nächste. Das hier lässt sich leicht übernehmen mit STRG C, STRG V einfügen und wir sehen schon, dass es übernommen worden ist. Position, Produktion, Name, Baumann, Vorname, Max, Eintrittsdatum, 1.2.2008. Das werden wir wieder einranden. So. Der Herr Baumann hat nun weitere Mitarbeiter unter sich. So. Wir können diese ergänzen mit beispielsweise Werk 1, Werk 2 und Service. Namen tue ich nichts zur Sache, nehmen wir einfach irgendwelche Beispiele.
So. Hübsch machen. Nun ist es passiert. Wenn Sie etwas wegradieren möchten, mit dem Radierersymbol kein Problem. So, ein schickes Organigramm verbindet die Zellen miteinander. So. Und von dort aus. So. Nun gibt es noch weitere Positionen in diesem Unternehmen. Zum Beispiel den Vertrieb. Sie sehen, auf diese Art und Weise können Sie sehr umfangreiche Organigramme bauen. Nun kommen wir zurück auf die Formel, die ich Ihnen versprochen hatte, für die Führungsspanne. Wie funktioniert dies mit der Führungsspanne? Wir bauen das Ganze von unten auf. Nun zeige ich Ihnen, wie Sie die Anzahl der geführten Personen, also die Führungsspanne, in Ihr Excel-Diagramm einfügen können. Klicken Sie dazu in die Führungsspanne, ist gleich Anzahl 2, Klammer auf, dann wählen Sie die Namen und schließen dies zwischen den Zellen mit Strichpunkt ab. Den letzten bitte nicht, weil sonst wird die letzte doppelt gezählt und Sie hätten statt drei geführten Personen vier. Zentrieren wir das Ganze. Dies können wir auch nach oben zur Geschäftsführung hin selbst machen. Herr Kaufmann hat keine weiteren Untergebenen in unserem Beispieldiagramm und daher ist die Führungsspanne 0. Zählen wir nun zusammen. Ist gleich die 3 der Untergebenen plus Anzahl der direkt Untergebenen, Anzahl 2, Entschuldigung, Baumann und Kaufmann hinzu, sollte nun 5 Personen ergeben. Zählen wir durch. 1, 2, 3, 4, 5. Korrekt. Frau Sonnenschein führt insgesamt 5 Personen. Sie sehen, Sie können mit Excel mit ein bisschen Mühe einige sehr schöne Dinge machen und Ihr Organigramm auf Ihre persönlichen Bedürfnisse entsprechend hin anpassen. Dies war ein entsprechendes Beispiel, was sich natürlich in sämtlichen Richtungen weiterhin ausbauen lässt.